Gesellschaft für Networknews.de. Hier letzter Tag für mich auf der IFA, obwohl sie doch bis Mittwoch, meine ich, geht. Heute haben wir Montag. Endlich zum Akkustand gekommen und kann mir jetzt hier die diversen Geräte endlich mal angucken. Unter anderem Arcus 28. Ich weiß nicht, ob es direkt ein Internet-Tablet ist. Eher mal so ein PMP, also Personal Media Player. 2,8-Inch Display, rennt auf dem ARM Cortex A8 600 MHz. Ist ein resistiver Touchscreen, aber dennoch eigentlich ein sehr, sehr gutes Feedback. Also ihr seht, wie schnell ich hier hin und her switchen kann. Wie gesagt, Froyo rennt da drauf, Android 2.2, 4 GB Flash Memory und soll kosten 99 Euro. Also absoluter Kampfpreis für die Kiste. Wir gucken mal ganz kurz ums Gerät drumherum. Wir haben hier den Ein- und Ausschalter. Wenn ihr den 10 Sekunden drückt, dann macht er ein Reset. Das ist ein Anschluss für euer Headset. Daneben ist ein kleines Mikrofon eingebaut und hier ist ein Micro-USB-Anschluss. An der rechten Seite und oben ist ungefähr gar nichts. Wir haben hier einen Lautstärkeregler, einen großen. Da sieht man dann einfach auch, dass es eher so als iPod Touch Konkurrent gedacht ist. Und dann natürlich die von Android bekannten Buttons zurück und Menü und Home und Search. Wir gucken mal an, wie das mit der Performance von dem Gerät aussieht. Und dann nehmen wir mal hier dieses Raging Thunder. Man könnte auch sofort sehen, dass hier auch ein Accelerometer eingebaut ist. So, ich gucke mal, dass ich den so ein bisschen halte, damit Roland das mit etwas weniger Spiegelung am Start hat. Das reagiert alles extrem schnell, relativ flüssig. Und ihr seht also, oder ihr seht nicht, aufgrund nämlich hier der Spiegelung. Aber ich kann euch versprechen, dass das richtig zügig läuft. Also der Cortex A8 hat auch mit 600 MHz ordentlich Dampf. Wie sieht es mit der Akkulaufzeit aus? Arcos gibt an, 16 Stunden bei Musik, bei Video 4 Stunden. Das ganze Gerät wiegt nur 68 Gramm. Schöne Kiste. Und ich denke mir, ja, für ein iPod Touch durchaus eine Alternative. Das ist Sascha von netbooknews.de mit dem Arcos 28 hier auf der IFA 2010 in Berlin.